gerade schön am Pennen. Da kommt die Mutti rein. Aufstehen, Junge. So ein fester Rhythmus muss sein. Ich denk mir, oh nö. Und dreh mich nochmal rum. Wieso ist denn die so drauf, ey? Das ist ja immer voll dumm. Es hat doch keinen Zweck. Mutti muss weg. Zum Frühstück gibt's Kaffee und ein bisschen Haferschleim. Bin jetzt schon Mitte 30, Mensch, und wohne immer noch daheim. Ich sag, oh Mutti, wie sieht's denn aus? Vielleicht sollte ich hier doch mal raus. Bin ja jetzt schon groß, ne? Doch da rastet sie aus. Es hat doch keinen Zweck. Ey, komm, beruhig dich, Mutti. Ich sag, gut, ich bleib ja schon hier. War ja nicht so gemein, ey. Ist ja auch schön bei dir. Aber jetzt komm mal wieder runter, Mutti. Du regst dich ja immer noch auf. Und sie sagt, sieht auch scheiße aus hier. Räum dein Zimmer auf. Es hat doch keinen Zweck. Mutti muss weg. Überleg, ist das hier eigentlich ein schickes Haus? Und eigentlich sollte die Mutti und dich ist hier raus. Und eigentlich hat die Mutti viel zu viel Kohle im Schrank. Das erbe ich dann alles, ey, genau wie das Geld auf der Bank.